Ich erinnere mich, uns hat ein fürchterlicher Durst gequält, weil Brot hatten wir mitgenommen. Aber der Durst war entsetzlich und alle bekamen Fieber und diese Hitze in diesem Waggon. Und wir sind gekommen bis nach Insterburg. Das ist vor der Grenze vor Polen gewesen, damaligen Polen. Und der Zug hat gehalten und wurde aufgeschlossen. Wir durften rausgehen und Schnee aufheben, sodass wir trinken konnten. Das ist geschmolzen, wir konnten trinken. Alle hatten hohes Fieber. Ich habe jetzt gar nicht meine Stiefel ausgezogen, weil die hätte ich nachher nicht mehr anbekommen mit den geschwollenen Beinen und so weiter. Ich war die Einzige, die kein Fieber hatte und die aussteigen konnte. Und habe so viel Schnee aufheben können mit Geschirr, sodass ich in dem Nachbarwaggon auch noch reichen konnte, durchs Fenster rein. Und bin ausgestiegen und bin auf den Bahnsteig gelaufen. Am Ende habe ich einen Briefkasten gesehen. Ich hatte vorbereitet eine Karte für meine Eltern und habe geschrieben, wenn sie so weit sind, dass sie nur warme Sachen mitnehmen. Nur warme Sachen und warme Sachen. Diese Karte ist tatsächlich angekommen, hat mir nachher eine Bekannte erzählt. So sind wir gefahren, 3 Tage und 4 Nächte, bis durch Litauen. Da habe ich gesehen, das hat mich so beeindruckt, winzige Bauernhütten mit Schilfdächern, was man gar nicht kannte von Deutschland her, und Ziehbrunnen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Ziehbrunnen gab, weil in Deutschland gab es das nicht, da waren Wasserleitungen. Und daneben standen die Menschen mit Stiefeln bis zum Knien und Schafspelzen an. Sehr miserabel. Sehr miserabel. Da habe ich gedacht, mein Gott, diese Litauer, das sind alles so gute Katholiken. Wenn das das Leben von denen ist unter der deutschen Besatzung, was wird mit uns sein? Als Juden und als Deportierte. Das waren Zivilisten. Plötzlich blieb nachts der Zug stehen und wir wussten überhaupt nicht, wo wir waren. Im Morgengrauen hat man ein Schild gesehen, Chirotava. Chirotava. Wo ist Chirotava? Was ist Chirotava? Es war eine bittere Kälte. So gegen 9:30 hörte man Hundegekläff. Und es sind SS-Leute vorgefahren und die haben den Zug von beiden Seiten umzingelt. Die Türen wurden aufgerissen und dann ging das Gebell los. Raus, raus, schnell, schnell, schnell. Und wir mussten raus und die Letzten mussten mit den Händen diese Waggons sauber machen, weil was anderes war nicht da. Und wir mussten uns aufstellen auf der Bahnrampe. Und dann kam ein Auto vorgefahren mit 2 hohen SS-Offizieren. Die stiegen aus und ich erinnere mich, dass er angefangen hat zu brüllen. Fünferreihen und Marsch ins Ghetto, ins Ghetto. Und ein Mann, Meier aus Goch, das war auch ein kleines Dorf da aus der Nähe von Düsseldorf, der hatte 2 Kinder auf dem Arm, 2 kleine Jungs. Der hat ihn gefragt, Herr Kommandant, ist es sehr weit bis zum Ghetto? Statt ihm zu antworten, hat er seinen Stock hochgehoben, den habe ich im Leben nicht vergessen, den Stock, einen schwarzen Stock mit einem silbernen Knauf, und hat ihm ins Gesicht geschlagen und den Hund losgelassen, einen Schäferhund. Und der hat sich auf ihn gestürzt, der Mann fiel zu Boden. Und die beiden Kinder natürlich auch. Und wie er aufgestanden hat, da war sein ganzer Mund ein blutiges Gerinnsel und die Zähne haben gefehlt. Das war der erste Eindruck von Lettland, von Riga, von Chirotava.